Mittwoch, 7:31 Uhr. Warum sind so viele Leute vor dem Haus? Als die Eltern vom Kirchgang nach Hause kamen, waren alle Kinder verschwunden. Sie suchten und riefen sie, sie weinten und flehten, doch alles war vergeblich. Die Kinder wurden nie wieder gesehen. Die Texte haben wir schon mal gelesen. Was ist das? Ich muss hier weg und rausfinden, was dieser Schein bedeuten soll. Eine Schlüsselkarte zum Schloss oder was? Die Presse vor unserer Haustür. Okay. Verschwunden durch die Hintertür. Ich hoffe, wir kommen da ungesehen raus. Eine Kapuze haben wir nicht, die wir uns überziehen können. Den Fernseher bleiben. Wo gehst du hin? Das ist das Auto. Sorry, weiß nicht, wie man ein Auto startet. Aha. Oh nein, nicht schon wieder. Nicht hier bewusstlos werden. Nicht schon wieder die Straße. Ich muss es durch die Menge schaffen. Ich kann kein Gedränge ertragen. Es geht einfach nicht. Keine Zeit verlieren. Die Gepäckschließfächer sind auf der anderen Seite des Bahnhofs. Ich könnte später wiederkommen, wenn weniger Leute unterwegs. Ich schaffe das nicht. Zu viele Menschen. Okay. Was denn? Du schaffst das. Jetzt sieht er aus wie ein Zombie. Na komm, durchhalten. Du darfst doch jetzt nicht aufgeben.
the fuck? Dad! What the fuck ist los? Ist das ein Traum, Dad, oder? Wo bist du? Das ist Jason. Jason! Was treibt der hier? Dad! Wow. Mensch, umkegeln. Jason! Unser Traum, oder was? Okay. Da ist das irgendwie ziemlich gruselig. Da drüben. Wir kriegen alle um. Jason! Menschen kriegen. Jason! Wir gehen über Leichen. Dad! Oder sowas in der Art. Jason! Oha. Dad! Ken nimmt uns wahr. Da wacht einer gegen uns. Jetzt kommt zu den Schließfächern. Wegschließfächer. Okay, irgendwie haben wir es geschafft. Reihe 18, Fach Nummer 3. Okay. Noch nicht gehen. Nein, nein, nein. Fach Nummer 3. Hier mal Fach Nummer 3. Das ist auch die richtige Reihe. Das ist Nummer 6. Reihe 18. Sitzen. 15. Zwölf, 13. 8. Ja, wo latschst du hin? Da ist Reihe 18. Nummer 3. Aha. Haben wir jetzt hoffentlich nicht den Kopf von ihm drin. Ah, die Schachtel. Und da ist ein Origami. Figürchen drin. Würde ich mal vermuten. Dieselbe Kiste. Zum Hotelzimmer genommen. Also ein Hostelzimmer. Raumschiff freigeschaltet und die IP. Das richtige Schließfach. Sind wohl auf der Flucht in einem Hotel untergekommen. In einem Motel.
der Flucht von den Paparazzis und auf der Flucht vor dem, ja, dem Mörder. Können wir hier mal abschließen? Ich finde es seltsam, dass Danny die. Dass die alle nie die Tür abschließen, dass die das alle ja irgendwie. Ist das so in Amerika, dass man seine Wohnungstür nicht abschließt und dass man da. Bei der einen Szene mit der Frau, die dort in diesem großen Apartment, dort im Penthouse gewohnt hat, die Tür war offen. Ist man so. Ist das in Amerika so, dass man die Tür offen lässt? Na gut, jeder hat auch eine Waffe, das ist hier. Nicht in Amerika, hat auch jedes Kleinkind hat in Amerika auch eine Waffe, deswegen. Ja. Ich meine, in Deutschland ist das nicht der Wand. Ich könnte das nicht wohnen und leben in der Wohnung, wo jetzt existieren, während ich wüsste, dass die Tür offen steht. Dass da jemand nur die Türklinke runterdrücken muss und die. Ja, zumal man keine Türklinken hat von außen. Aber ich meine, hier sind ja sogar Türklinken von außen. Ach, das ist. Ja. Seltsam. Vor allem, wenn ich an seiner Stelle wäre und ein Kind verloren hätte und das ist ein Serienmörder auf der. Unterwegs ist. Der Karton aus dem Schließfach. Was wird drin sein? Eine Origami-Figur. Offensichtlich. Berichten zufolge verschwand gestern im Laufe des Abends ein Junge aus dem Bezirk Stanton. Er wurde zuletzt mit seinem Vater im Park gesehen. Genaueres ist nicht bekannt. Im Zusammenhang mit dem Fall Jeremy Bowles liegt der Verdacht nahe, dass der Origami-Killer erneut zugeschlagen hat. In diesem Fall stiege die Opferzahl auf 9. Na, sehr toll, die Nachrichten. Die Medien machen sich darüber. Lassen sich drüber aus. Nichts drin. Ich bin ins erstbeste Motel gegangen. Das erstbeste Motel am Motel. Ein Schuhkarton. Wo ist die Verbindung zu Seans Verschwinden? Wir gucken gleich. Ich sehe mal um. Ja, hübsch ist was anderes. Ja. Habe ich den Karton in das Schließfach gelegt? Ich erinnere mich nicht. Ich muss ihn öffnen und sehen, was drin ist. Ja. Dann schauen wir mal. Eine Origami-Figur würde ich raten. Was? Okay. Ja, auch eine Origami-Figur, aber da ist noch mehr drin. Das hatten wir auch bei dem anderen mit, das hatten wir auch die Privatdetektiv hat auch von dem Kioskbesitzer eine Kiste gekriegt, wo nur die Echse drin war. Die X ist hier auch dabei. Das heißt, eventuell hat der
Als der Coffeeshop, der Tankstellenladen, dieser Ladenbesitzer, hat uns eventuell verheimlicht, dass er noch eine Knarre hat, Telefon dort drin hatte. Das haben wir noch und so ein Modul, was da drin ist, eine Speicherkarte und eine Waffe. Das ist scheinbar bewaffnet. Das müssen wir uns merken, falls wir nochmal auf ihn treffen. Dass er auf jeden Fall bewaffnet ist. Dass es durchaus sein könnte, dass sich die Waffe, dass er sich da noch mehr zurückgesteckt hat. Und verheimlicht. Sind Sie bereit, Mut zu zeigen, um Ihren Sohn zu retten? Joyce Werkstatt und Parkplatz. 4988 Roosevelt Avenue in Lexington. Mut zu. Okay. Geht irgendeine weirde Challenge ab. Loading. Ein Video. Hilfe! Dad! Schauen! Wo bist du? Mir ist so kalt. Dad. Wie weit würden Sie gehen, um jemanden zu retten, den Sie lieben? Fünf Origami-Figuren. Jede Figur ist eine Prüfung. Jede Prüfung liefert Buchstaben. Die Buchstaben offenbaren eine Adresse. Aha. Das heißt, wenn er nur noch die eine, der Shopbesitzer nur noch die eine Figur hatte, hatte er vielleicht die anderen schon gelöst, die anderen Challenges. Das. Müssen wir uns im Hinterkopf bewahren. Diese Sache. Dass er eine Waffe hat, dass er ein Handy hat mit einem Video drauf. Dass er offenbar noch Sachen verheimlicht. Eine Knarre hat. Der Mörder ist weiß, zwischen 30 und 45. Er handelt nicht spontan, sondern plant seine Taten sehr akribisch. Er hat nichts gegen die Opfer persönlich. Er bedeckt die Gesichter mit Schlamm, so sind sie anonym. Und warum bringt er sie um, wenn er nichts gegen sie hat? Sie sind für ihn nur Abbilder, Symbole. Er gibt ihnen wohl deswegen eine Origami-Figur und eine Orchidee als Geschenk. Eine Art Entschuldigung für das Verbrechen. Interessant. Und was bringt uns das? Für die Verfolgung eines Täters muss man sein Verhalten kennen. Sowas gibt es vielleicht im Fernsehen, aber hier geht es um ein Menschenleben. Weiter, Jaden. Dann habe ich mir die geografische Lage der Fundorte angesehen. Den ersten Mord verüben Täter meist in der Nähe des Wohnorts, um bei Problemen einen sicheren Rückzugsort zu haben. Gewinnt der Täter mehr Sicherheit, bewegt er sich auch weiter weg. Ich habe die Orte, an denen die Opfer entführt wurden, genau analysiert und einen möglichen Wohnbereich des Täters eingegrenzt. Und wie groß ist dieser Bereich? Im Moment 10 Quadratmeilen. Oh, gut. Da leben ja nur ungefähr 10.000 Leute. Wollen Sie sie einzeln vernehmen? Je mehr Hinweise, desto kleiner wird der Bereich. Wir können ihn mit den Verdächtigen abgleichen und so den Mörder ermitteln. Ein Detail ist mir besonders aufgefallen. Die Zeitspanne zwischen dem Verschwinden des Opfers und dem Auffinden der Leiche beträgt 3 bis 5 Tage. Es fallen immer 15 cm Niederschlag, plus minus 10%. Und was soll das heißen? Alle Opfer ertrinken in Regenwasser. Der Mörder tötet nur im Herbst, da regnet es viel. Vielleicht steckt er sie in eine Art Brunnen oder Tank, der oben offen ist und Regen reinlässt. Je mehr es regnet, desto schneller sterben die Opfer. Und wie geht's weiter?
Die Profile von zwei Verdächtigen könnten passen, auch bezüglich des Aktionsradius. Ich möchte sie befragen. Oh Mann, das ist reine Zeitverschwendung. Der Killer läuft frei herum und wir sollten zusehen, dass wir ihn finden. Der Killer ist kein gewöhnlicher Mörder. Intelligent, organisiert und methodisch. Sie werden ihn wohl kaum beim Streifefahren finden. Sagen Sie mir, Agent Jaden, haben Sie Ihren riesigen Erfahrungsschatz aus der Praxis oder nur aus verdammten Schulbüchern? Nee, wir bleiben sachlich. Ich will den Mörder schnappen. Und genau das werde ich tun. Mit oder ohne Ihre Hilfe. Blöder Wichser! Das reicht jetzt! Sie sagten, 15 Zentimeter Niederschlag tötet die Opfer. Wie viel Zeit haben wir noch? Wenn der Wetterbericht stimmt, keine 72 Stunden. Wir sollten damit zur Polizei. Mit den Mitteln, die, also als der Vater sollten wir zur Polizei mit den Sachen gemeinsam mit denen die Challenges angehen. Ach du Scheiße. Dieser Nathaniel Williams ist wohl ein Mann Gottes. Mit dem Exorzismus durchgeführt. Ein gottesfürchtiger Idiot, der auf das Ende der Welt wartet. Wir haben ihn vor ein paar Monaten wegen Ruhestörung im Park schon einmal verhört. Er ist total ausgerastet. Sagt, er hört Stimmen. Glaubt in seinem kranken Kopf, dass ich der Antichrist bin und ihn hier auf der Erde verfolge. Was für ein Spinner. So, können wir die Brunnen mal aufsetzen? Nathaniel Williams ist unser Hauptverdächtiger. Er wurde schon verhört und lebt exakt im Bereich des Geoprofils. Ja, daneben viele. Er nimmt eine Auszeit von der Wirklichkeit, verkriecht sich in der abgedrehten Wohnung. Es ist stickig hier. Die Fenster sind seit Jahren nicht geöffnet worden. Alle Anzeichen einer mystisch-obsessiven Neurose kombiniert mit Verfolgungswahn. Oha, hinter euch. Gutes Timing, Nathaniel. Genau der, den wir suchen. Engel und Himmelswächter, schützt uns. Agent Norman Jaden, FBI. Ich hätte ein paar Fragen an Sie. Gott ist mein Zeuge. Ich habe nichts getan. Ich schwör's. Ruhig bleiben. Der Antichrist ist dann. Niemand wirft ihn etwas vor. Wir wollen nur helfen. Helfen kreuzen dagegen nicht. Warum all diese Kreuze? Fürchten Sie etwas? Die Stunde ist nah. Der Zorn Gottes kommt über die ganze Menschheit. Ich warte auf das Ende der Welt. Ja. Arbeiten Sie, Nathaniel? Haben Sie einen Job? Meine einzige Arbeit ist das Gebet zum barmherzigen Gott für die Erlösung der Menschheit. Nathaniel, wissen Sie noch, wo Sie letzten Dienstag um 16.30 Uhr waren? Hier. Ich war hier, betend. Den ganzen Tag. War jemand bei Ihnen? Nein. Nein, ich war allein.
Und die Stimmen, Nathaniel. Hören Sie die Stimmen immer noch? Wir wissen, wer zu Ihnen spricht, nicht wahr? Wir beide wissen das genau. Nicht den Namen sagen. Aha. Was sagt er Ihnen, Nathaniel? Ich kann es nicht sagen. Ich bin gespannt. Wir dürfen nicht reden. Er will neue Opfer von Ihnen, nicht wahr? Er will mehr, immer mehr, nicht wahr? Bin gespannt, ich greife nicht ein. Nein. Nein. Hören Sie auf. Er wird kommen. Wer wird denn kommen? Er wollte auch das Kind aus dem Park. Die Stimmen quälten Sie die ganze Nacht lang. Sie wollten nur, dass Sie aufhören. Nicht wahr, Nathaniel? Stopp. Stopp. Das reicht. Sie gehorchten, damit Sie aufhören. Sie haben den Jungen entführt und ertränkt. War es nicht so? Nein. Nein. Stopp! Stopp! Sie haben sie umgebracht! Gestehen Sie endlich, Sie Dreckschwein! Waffe runter, ich werde sie zurück in die Hölle schicken! Für den Eingreifen, der so angefangen hat, ihn zu... Er soll uns alle vernichten! Herr, kommt nochmal! Los! Waffe runter! Los! Und jetzt die Waffe runter. Auf den Boden. Dämon. Du sollst bedauern, den Gesandten Gottes zu begegnen. Du sollst die göttliche Macht. Nein, verdammt! Nein. Ich. Hab ihn erschossen. Jep. Sieht so aus. Er hat uns geschossen. Los, wir gehen. Ja, sicher. Fehltritt. Ja. Na gut, aus Kopfsicht würde ich sagen. Was hätte man machen sollen? Verliere auch hier im Spiel lieber einen Verdächtigen als einen. Das ist die Polizeikommissar, der hier zur. Der zur Aufklärung noch sehr viel mit beitragen kann. Keine Antwort, ein Babyschrei drin, kein guter Anfang. Die können wohl durch die Hintertür in den Eingang und können durch ein Fenster kriechen. Schauen wir uns mal um. Eine Hintertür gibt es nicht. Oder doch. Zu Hause. Jemand da? Mrs. Bowles. Oh mein Gott. Ist zu weit, ich kann nicht mehr, kümmern sich um mein Baby. Oh je. Moment. Große Güte. Sie hat doch nicht. Na los, ich muss das ausdurchsuchen. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Mrs. Bolt? Mrs. Bolt, sind Sie da?